Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit unserer FIFA-Vereinskarriere. Der WM-Modus ist abgeschlossen. Wir haben es geschafft. Wir haben 7 Spiele, sind Weltmeister geworden. Nur ein Unentschieden gegen Spanien mit glücklich. Aber wir haben es tatsächlich am Ende gerockt. Heute geht's weiter nach einem kleinen Tag Pause, weil es gestern einfach, ich hatte es auf meiner Facebook-Seite geschrieben, ich hatte einen privaten medizinischen Notfall. Das musste dringend erledigt werden. Es ist nichts Schlimmes gewesen. Ja, es ist nichts Wildes, es ist auch wieder alles mittlerweile geklärt und jetzt geht's endlich los. Ich bin zwar ein bisschen durch, ein bisschen müde nach den letzten Tagen. Einmal in der Nacht rausgeklingelt worden und früh morgens aufgestanden. Jetzt die lange Arbeit, die Schichten noch dazu, Arbeit und alles drum und dran. Aber ich habe tatsächlich gedacht, überlebt, überlegen, ist heute nochmal ausfallen und zockst du dann in Ruhe? Nein, ich habe Bock, ich will weitermachen. Wir gehen in den Endspurt. Heute starten wir mit Spieltag 31, wenn ich richtig im Kopf habe. Oder? Sind wir bei 31? Bitte mal? Ja. Spieltag 31 ist ein 11-Punkte Vorsprung aktuell auf Dynamo Dresden. Wir wollen jetzt den Aufstieg. Nein. Und da kommt ein Gegner heute rechts, der mit dem wir eine kleine Rechnung aus dem Hinspiel auch aufhaben. Das Hinspiel haben wir ja 3 zu 2 verloren, oder 2 zu 3 auswärts verloren. Heute gibt es das Heimspiel, das Rückspiel gegen die Viktoria aus Köln. Und danach geht es gegen Elversberg auswärts. Also es wird jetzt Schlag auf Schlag gehen. Und danach kommt Freiburg. Also fangen wir an mit Viktoria. Und wir gehen ran ins Match. So, die Truppe ist tatsächlich soweit. Warum sollen wir was ändern? Es funktioniert. Auf geht's ins Match. Spieltag, wie gesagt, Nummer 31. Bayreuth gegen die Truppe von Viktoria Köln. So. Gehen wir rein ins Match. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Ja, du war 6 Tore in den letzten Spielen. Das darf heute gerne so weitergehen. Und wir haben ein Heimspiel. Und können wir bald auch das Ich darf Stadion Sie wieder herzlich ausbauen, ne? begrüßen zu diesem Spiel, liebe Müssen wir Zuschauer. vielleicht sogar nach Richtung Ihr zweite Liga dann Rollstuhlkollege irgendwann. Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Es könnte ein klasse Spiel werden, Auf das hier. geht's. Tja, Jetzt Wolf, Mitch. das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Steht Köln nicht mit dabei? Oh, ich habe jetzt nicht auf die Tabelle geachtet. Also zumindest steht hier nicht mit dabei irgendwie da. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Das ist die Chance. Egal, weiter. Wichtig, dass Sie hier früh das erste Tor machen. Sie setzen damit ein Zeichen, haben hier erstmal alles im Griff. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann Einmal kurz vorbei. Da gibt durchmarschiert. es dann nichts mehr zu Früher holen. als in der Trifft den Führung. Ball wunderbar. Ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht. Dritte Minute. 19. Saisontor. 27. Soll wohl der Rekord sein. Und Dazu brauchen damit wir haben noch wir den 8 Tore. ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel Ja. richtig Fahrt aufnehmen. Mittlerweile mache ich mir auch keine Angst, wie Stern hat. Also, wenn er Jeremias gehen sollte, der Leutsch. wird wahrscheinlich nach der Saison gehen. Fairer Einsatz hier. Weil wir haben ein brasilianisches 16-jähriges Talent, das im letzten Spiel gezeigt hat, was Gewinnt er dieses kann. Duell. Da hat er die Chance. Oh, Sie ziehen 2-0! davon unaufhaltsam. Gleich der nächste Treffer. Und damit sind Sie nun mit 2 Toren vorne. 8. Minute! Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Ja, so kann man schon mal eine Partie starten. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Noah. Und Köln Und jetzt ist die Chance. komplett von der Rolle. Dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch. Das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Ja, die Kölner sind von der Rolle. Es sollte nach 10 Minuten schon 3-0 für die Truppe von Bayreuth geben können. Aber wie gesagt, mal gucken.
Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Er ist ja im Moment ein Toregarant in der Liga. Das ist überragend. Der trifft, wie er will. Und die Frage ist, kann den einer aufhalten? Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Okay, und dran und Horn sagt dann, das ist meiner. Die Ecke kommt. Schönes Ding. Bloß jetzt keinen unnötigen Elfmeter verursachen, weil so kannst du auch Gegner wieder durchaus stark machen. Stehen haben aber rechts. Also ist ein bisschen platt, wird aber nur so ein bisschen verfolgt. Und nun ein Schuss. Elfmeter. So viel zum Thema Elfmeter und es gibt den auf der unserer Seite. Nach 19 Minuten gibt es den Handelfmeter. War jetzt nicht richtig zu sehen, weil genau in dem Moment unser Spieler davor lief. Ich brauche jetzt keinen Elfmeter zu Training. Pass. 3-0. 20. Hegloffs 20. Saisontor. Ja, die Kölner wissen gerade nicht, wie es eben geschieht. In die Mitte. Clever gemacht. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Der ist ja fix verpflichtet. Ich glaube, das ist doch der Hemmerich. Das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Mal gucken, wie die Mannschaft in der nächsten Saison aussieht. Ah, das war ein bisschen zu vorausschauend. Die Chance auf den Konter. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Und so kann man auch machen. Lippert. Gut hinterlaufen, viel gut mitgegangen. Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Oh, misslungene Befreiung hier. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Kleine Kopfballstaffette. Hemmerich. Auge in dieser Situation, er entscheidet auf Vorteil. Palacios Martinez. Köln muss jetzt sich ein bisschen. Er geht aufs Ganze. Es war kein Elfmeter, okay. Den hätte ich jetzt auf Elfmeter gewartet. Ich habe noch ein bisschen auf die 5 gewartet, aber scheinbar hat diese Grätsche doch geholfen. Ah, kriegst du den noch? Dann kann ein bisschen lang sein. Stattdessen gibt's jetzt Torabstoß. So, Hemmerich. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen. 37. kriegt die gelbe Karte noch wirklich. Da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Federico Palacios Martinez. Gut durchgesetzt, gefährlich. Palacios. Ja. Oh, Tor! Sie haben es gut rausgespielt. Plötzlich Köln wieder dran. 40. Minute. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er und jetzt fällt das raus. Wieder gut rausgespielt. Hier den Verteidiger ins Leere laufen lassen. Und der Sechser macht das Tor. Cool im Tor unterzubringen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Schauen wir auf diese erste Spielhälfte, Buschi. Grandioser Auftritt bislang. Im Großen und Ganzen eigentlich ohne echte Schwächen. Zwei Tore Führung, das will was heißen. Ich glaube, damit könnten Sie beruhigt in die Pause gehen. Es läuft alles. Und die Stärken, die Sie auf dem Papier haben, gerade gegen diesen Gegner, die bringen Sie auch auf den Rasen. Ah, das Schiri. Muss er besser lösen, müsste Gelb geben. Wird jetzt nicht doch nicht noch mal. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Ja, George, heute sind wir noch nicht wirklich in Erscheinung getreten und dann ist Pause. Wir sind in dieser ersten Spielhälfte angelangt und im Moment liegt die Mannschaft mit der besten Heimbilanz hier vorne. Puh, 3-2 nur noch. Ich wechsle jetzt durch. Ich wechsle jetzt die zwei, die schon mal gelb gesehen haben, aus.
Ja, genau, Carvalho, der ist 16 Jahre alt, hat schon im letzten Spiel gezeigt, dass er ein bisschen was kann. Also, vielleicht im Hinblick auf die Zukunft. Eine Option. Ich habe ja wohl vor, nur auf viel mit Jugendspielern zu arbeiten oder jungen Spielern zu arbeiten. Und er ist halt Teil davon, ich auch Brasilien habe. Also vielleicht irgendwann mal der kommende Superstar. Ich habe jetzt übrigens beide gelb vom Lassen, Hemmerich und Morgalla rausgenommen aus der Mannschaft. Er hat zwei ausgewechselt. Nicht, dass wieder noch einer runterfliegt. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Oh, Latte! Und der Keeper. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschuss. Den ja. Musst du erstmal rausholen. Kommt mal an die Latte und dann das Gleich Schuss. Wird die ausgewechselt. Ecke kommt ins Zentrum. Er ist da und kann den Ball hier klären. So, jetzt erstmal ein bisschen Ruhe rein. Andresen, der jetzt ungewohnt auf der falschen Seite mal spielt, Anführungszeichen. Stern. Den hält er sicher. Gar kein Problem. Und voll. Hat. Los, dieser Kopfball. Na, das war mal eine Idee, aber. Arme. Philipp. Schönes Zuspiel. Super Pass, Ball kommt an. Und 2-3 nur noch. Nach dieser frühen 3-0-Führung. War alles angerichtet für einen Gantersieg, aber dann plötzlich 2-3. Man hat die riesen Chancen auf die weiteren Tore. Die Kölner machen das nächste. Dann ist das Spiel vorbei. Das könnte gefährlich werden. Der Ball geht deutlich neben das Tor. So, Philipp. Also aus. Ah, gut dazwischen gegangen da. Das ist. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Und Schwarz, das war wichtig. Das ist ein Foul und Schiri hat schon gelb. Pfeift das auch. Sterner. Ende der Anspielstation. Sterner. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Ja, George heute überhaupt nicht da. Sie damit also nicht durch. Jetzt können sie kontern. Ja, vielleicht jetzt mal ablaufen, den muss er nämlich kriegen. Und er hat ihn. Aber der Vorwärts, diese Ball fand so eine Vorwärtsbewegung, der kann vielleicht tödlich erinnern. Super, wie er sich durchsetzt. Legt alles rein. Ja, jetzt muss ich wechseln. Ich werde jetzt auch wechseln. Ich werde jetzt Jan George rausnehmen. Kann schon auf der anderen Seite spielen eigentlich, theoretisch. Ja, kann er. Ich werde jetzt mal Kollege Carvalho reinwerfen. Und jetzt wird die Doppelwechsel ziehen. Kann man Dreifach wechseln? So, vielleicht mal den Dreifach wechseln. Jetzt noch mal ein bisschen frisch auf den Sieben reinhauen. Dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, Schlenzer wäre besser gewesen. So, plötzlich. Köln ist wieder dran. 2-3 nur. Ja, den Einwurf geben kommt nicht daran an diesen Pass. Hoffentlich das Ding irgendwie ein bisschen über die Regulär ist Zeit. Noch eine Viertelstunde zu spielen. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Jetzt kann man richtig Konter Lippert. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Neuberger. Gute Chance. Oh, die stellt sich das selber weg. Beim Torhüter. Die stellt sich das selber weg. Das wäre die Möglichkeit gewesen vielleicht. Jeremias Leuch. Philipp. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Andresen. Hat er gut gemacht. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Ah. In dem gibt Ecke.
Vielleicht die Chance auf der Ecke. Ecke kommt. Ja. Naja, war das, glaube ich. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Lippert hat den. Die Flagge. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Und das war's für heute. Das wurde noch eingegangen. Also drei Tore in der ersten Halbzeit. Direkt in der 20 Minuten. Sie sind einfach die beste Mannschaft aktuell. Zumindest wenn es um Heimspiele geht, wenn sie hier im Stadion auflaufen. Dann passt es einfach. Die Spieler freuen sich, die Fans sind. Also ein verdienter Sieg auf jeden Fall. Wir sind unnötig spannend, meiner Meinung nach. Aber wir haben trotzdem die drei Punkte geholt. Wir hatten die Chancen für mehr, haben sie aber nicht genutzt. Aber trotzdem ist es dann am Ende das knappe 3-2 geworden. Und die Kölner haben wir wieder ein bisschen Oberwasser gekriegt haben. Und das sollten wir gerade bei, gegen viele andere Teams ein bisschen zu denken, dass wieder einmal unnötig gewackelt wurde. Wie gesagt, man hat die Chance, nach 20 Minuten war das Ding durch, führte man 3-0, dann kamen die Kölner ran. 1-3, 2-3. Aber trotzdem hat man den Sieg nach Hause gefahren. Alles andere ist erstmal unwichtig. So, kurzes Interview gleich. Wird natürlich Dynamo gespielt. Dynamo hat 0-0 gespielt. Das heißt, wir haben jetzt 13 Punkte Vorsprung, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Wenn da nicht irgendwie nach dahinter was passiert ist. Das heißt, wir werden 4. Dann haben wir noch 3 Spiele, dann werden wir aufgestellter Meister. Wenn das wirklich so stimmt, das mit 13 Punkten stimmt, sind wir da jetzt mal noch 3 Spielmeister. So, grandioser Auftritt auf jeden Fall, klar. In der Defensive, ja, die ist natürlich ein bisschen schwammig, aber die Tore müssen. Die Tore müssen vorne fallen. Wir hatten mehrmals Latte knapp vorbei, Keeper gehalten, etc. Ja, unmöglich, genau. Damit bleibt Saarbrücken das einzige Team, was bisher das nicht gegen uns verloren hat. Die haben ja einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Ich glaube 2-2 und 3-4 oder irgendwie sowas war das. Gut, morgen geht es weiter um 14 Uhr da mit dem Duell gegen Elversberg oder in Elversberg.